station. Monday's a walk around. Faster, I further. Yeah, I'd love to conceal you from morning to night. More than, more than, more than ever. This is our strive to whatever. Ja, also die Spaziergängerkonzerte sind entstanden aus der Idee von Karin heraus, ein aktives Mitglied von uns. Wir hatten die Idee, eben in Corona-Zeiten outdoor alles zu verlagern, um den Corona-Vorschriften konform zu werden. Wir haben dann kurzerhand gesagt, wir machen Musik aus dem Fenster raus, man hört schon im Hintergrund. Wir hatten seit Juli, machen wir dieses Format jeden Sonntag um 18 Uhr. Wir versuchen das auch beizubehalten, weil wir mittlerweile sehr viel Anklang gefunden haben. Outside für die Spaziergänger, dass die Spaziergänger eben einfach stehen bleiben, wenn ihnen die Musik gefällt, zuhören, weitergehen können. Eintritt ist frei. Heute haben wir Strive to Whatever. Eine junge Band, die eigentlich normalerweise zu viert auftreten. Heute sind sie zu zweit unplugged. Anfangs hatten wir Liegestühle, natürlich auch im Abstand, für sommerliches Flair. Heute haben wir versucht, Lagerfeuer zu machen, damit ein bisschen ein Flair, ein Anziehungspunkt für die Spaziergänger da ist. Und wir werden versuchen, das im Weihnachtsbereich, im kälteren Bereich mit Glühwein und Tee weiterzuführen, damit der Spaziergänger auch gerne stehen bleibt. Also wir sind hier am Kap 94 unten am Künettegraben, direkt an der Donaulände. Hier sind immer sehr viele Spaziergänger unterwegs, deswegen ist uns auch die Idee gekommen, sonntags dieses Format zu machen. Kap 94 ist eine Kunst- und Kulturwerkstatt. Wir haben Ateliers für Künstler vermietet, die hier drinnen direkt vor Ort Kunst machen. Wir haben ganz viele Formate in allen Bereichen der Kunst, im bildenden Bereich, im schauspielenden Bereich, im musikalischen Bereich, akustischer Bereich, Bands. Wir wollen eine Plattform sein, die ganz viele verschiedene Künste vernetzt und viele Künstler zusammenbringt.